So, hallo und herzlich willkommen zu Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrumbunker, beziehungsweise heute hochgradig improvisiert aus Berlin. Hier findet nämlich dieser Tage die Republika statt. Das ist so eine Art Zombie-Apokalypse mit Smartphones und Vorträgen. Und einer der Schwerpunkte dieses Jahr ist Open Science unter dem innovativen Motto Raus aus dem Elfenbeinturm. Ungeachtet der Tatsache, dass die durchschnittliche deutsche Universität nicht so viel Elfenbein zu bieten hat und eher so aussieht wie ein Lebkuchenhaus nach einer Woche im Regen. Naja, natürlich wissen Wissenschaftler das schon längst und viele von ihnen stellen ihre Daten bereits der Öffentlichkeit zur Verfügung. Zum Beispiel im Projekt SETI at Home, bei dem Computer überall auf der Welt in echten wissenschaftlichen Daten nach außerirdischem Leben suchen. SETI is a serious quest. It is absolutely serious. Because it's deep down in our human nature to always be on a quest, to search. You know, and searching for life in the universe makes total sense. There's no reason why we should be the only ones, right? Am anderen Ende der Skala, in jeder Hinsicht, liegt der LHC am CERN. Die Performance des Large Hadron Collider ist, was Weltuntergänge angeht, bislang unbefriedigend. Stattdessen haben sie aber immerhin das lange gesuchte Higgs-Boson gefunden, zumindest vermutlich. Und wenn das jetzt gar nicht aus einem Higgs-Teilchen kommt, sondern aus irgendwelchen anderen Prozessen, dann haben wir eine Kurve, die so aussieht. Und so langsam sehen wir, dass sich hier jetzt was entwickelt. Und das ist das, wo uns das zeigt, oh, da haben wir jetzt wirklich noch ein extra neues Teilchen drin. Auch wenn wir trotzdem noch nicht viel schlauer sind als vorher, was Teilchenphysik angeht. Aber für solche Aufgaben braucht man eben nicht nur den hinlänglich bekannten unterirdischen Beschleunigerring, sondern auch ein weltumspannendes Computersystem für die Unmengen an Daten, die die Detektoren aufzeichnen. Das zugehörige Computernetzwerk ist 1000-mal so schnell wie DSL. Man hat im Publikum Telekom-Kunden sabbern sehen. Außerdem habe ich dabei gelernt, Bananen sind nicht einfach harmlose Südfrüchte, sondern sie sind in Wirklichkeit radioaktives Antimaterieobst. Warum? Ganz einfach, sie enthalten ziemlich viel Kalium und ein kleiner Teil des Kaliums, das Kalium-40 nämlich, zerfällt kontinuierlich in Argon und sendet dabei ein Positron aus, das Antiteilchen des Elektrons, womit der Obstkorb also die bedeutendste Antimateriequelle im Alltag ist. Also esst schnell noch einen Bananensplit, bevor der Kram entgelagert wird. Das war's für diesmal aus Berlin mit Wir werden alle sterben. Danke fürs Zuhören und nächstes Mal wieder mit professioneller Technik und Aufmachung.